Hallo, willkommen zurück bei Stellaris Utopia. In der letzten Folge sind wir auf diese feindlichen Alpha-Aliens getroffen. Also wir gehen davon aus, dass sie feindlich sind. Sie sind im Nachbarsektor und sind als feindlich klassifiziert worden. Im Moment werden sie hier analysiert. Was allerdings noch ein bisschen dauern könnte. Das sehen wir, glaube ich, hier. 3 Monate. Ja. Und Ships upgraded. Construction complete. Anomaly found. Oh, so. Die Nautilus-Flotte ist upgegradet. Die hat andere Triebwerke bekommen. Und wir haben hier eine Anomalie. Über diesen Planeten treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher. Aufgrund der gewaltigen Segel, die aus seinem Rumpf hervorragen, scheint es sich zur Energiegewinnung auf die Sonne verlassen zu haben. 0% Fehlschlagrisiko. Also erforsche es. Hier haben wir noch unser Konstruktionsschiff, das jetzt auf Schlurk eine Bergbaustation baut. Dann haben wir hier alles bebaut und dann können wir uns endlich auf unsere Flotte konzentrieren, weil mit diesen 3 Schiffen gewinnen wir keinen Krieg. Da brauchen wir ein paar Korvetten. Bergbaustation, neue Stufe, Anomalie, Flotte verbessert, okay. Okay. Special Project complete. So, die Weltraumamöben. Die Wesen, auf die unsere Flotte vor einiger Zeit trafen, sind Weltraumlebensformen. Nachdem ein Analyst anfängliche Sensorwerte völlig falsch aufgefasst hatte, bekam das Wesen den Spitznamen Weltraumamöbe. Tatsächlich aber ist es größer als eine durchschnittliche schlorfische Korvette. Wir können die Kreatur entweder aus der Entfernung von Schlorf aus beobachten oder aber schnell ein Exemplar zur Strecke bringen, um seine Überreste zu studieren und letztendlich wirtschaftlich auszunutzen. Da haben wir keine Chance gegen. Studiert die Weltraumamöben aus der Ferne. Situation Log updated. Das machen wir aber noch nicht. Es dauert noch 15 Monate. So, ein Sonnensegler. In Orbit Asha 4 haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Ein interessanter, wenn auch primitiver Schiffsentwurf bringt uns 84 Ingenieursforschung. Okay. Na los. Achso, das Konstruktionsschiff können wir auch upgraden, fällt mir gerade ein. Da bauen wir auch hoch. Triebwerke ein, drücken auf Speichern und dann schicken wir gleich alle mal zur Aufrüstung nach Schlorf. Research complete. So, Quantentheorie, das Physiklabor ist fertig geworden. Jetzt können wir die Gravitationssensoren. Solarkollektornetzwerk oder Energiehub 1? Nee. Ich schwanke zwischen den beiden. Aber da wir immer Energieschwierigkeiten haben, sollten wir das Solarkollektornetzwerk erfinden. So. System Survey complete. So, in Asche bist du fertig. Und fließt jetzt zum Verbessern nach Hause. System Survey complete. Du bist in Gatrika fertig. Und fließt auch nach Hause zum Aufrüsten. Und das Konstruktionsschiff. Construction complete.
So, das war die letzte. Gemäß dem Mandat von Brüter Schlurmer sind zusätzlich Bergbaustationen gebaut worden. Okay. Und es hat sich eine Fraktion gegründet. In jüngster Zeit hat in der innenpolitischen Landschaft eine neue Fraktion an Zugkraft gewonnen. Angeführt von Gouverneur Gama nennen sie sich Institute of Robotic Sciences. Ihre Mitglieder rufen lautstark nach einer intensiven Förderung der Wissenschaft. Eine unzufriedene Fraktion stellt einen Unruheherd dar. Fraktionen, die mit der Regierung einverstanden sind, können sich jedoch als nützlich erweisen. Okay, so. Das gucken wir uns mal an. KI gestattet sind ihre Forderungen und Maschinenliebe. Für Maschinenliebe bräuchten wir eine Bevölkerung von mindestens 6 Roboterbewohnern. Ja, und die werden wir wohl hinkriegen, wenn wir denn noch Platz haben und noch welche bauen können. Aber da sehe ich nicht so das Problem. Das könnten wir hinkriegen. Okay, das Konstruktionsschiff ist fertig und du fließt auch zum Aufrüsten. Und wir haben 101. Das heißt, hier könnten wir jetzt ein Physiklabor bauen. Nein, das sind ja ganz andere. Da könnte man ein Physiklabor bauen. Sonst machen wir hier nichts. Wir gehen in den Raumhafen und bauen eine Korvette. Und nächsten Monat bauen wir die nächste Korvette. Jetzt wird das erste Schiff hier verbessert. Das nächste. Jetzt können wir schon die Korvette einschalten und da kommt das Konstruktionsschiff rein. Gut. Das Verbessern geht natürlich schnell gleich, sieht man auch. Ships upgraded. So, das heißt, das waren die wichtigsten. Die müssen ja auch wieder in Einsatz. Er hat die Fähigkeit 2 und du hast schon 3. Baglosch. Wir haben doch hier auch noch eine Anomalieseste. Eigenen System. Wo war die denn da? Und zwar kaltes, hartes Potenzial. Ja, wissen wir jetzt nicht. 10%. Das erforscht du. Und du machst dich auf den Weg nach. Flieg mal hier hin. Das brachte uns übrigens gerade, dass wir das, die 4 Stationen gebaut haben, reichlich Einfluss. Deswegen könnten wir eigentlich mal schauen, ob wir irgendeinen Erlass machen. Infrastrukturprojekte, Baukosten minus 25% ist interessant. Oder speziell hier. Wo war denn das? Demografie. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Freidenker, nein, hiervon lohnt sich nichts, finde ich. Ich glaube, wir gönnen uns Feldproduktion Credits plus 20%. Aber so viel produzieren wir doch gar nicht, oder? Übersicht. 8, 20%. Ne, das lohnt nicht. Ah, da ist Ressourcenproduktion. Was ist dies? Achso, das sind natürlich die ganzen Modifikatoren. Naja, hätten wir 2 mehr. Das bringt's nicht. Da bin ich doch eher dafür, dass wir Infrastrukturprojekte machen.
25% billiger. 10 Jahre lang. Das machen wir. Okay. Wie sieht's aus hier? Ships upgraded. Alles fertig. Nächste Korvette starten. Unsere Flotte wächst langsam. Aber es ist auch wirklich wichtig. Wir wollen nicht schutzlos dastehen. So, das Forschungsschiff ist gleich fertig. Im Biff-Sektor, da. Viel Kraft aus kleinen Orten. Als wir die gefrorene Oberfläche des Monds Skarbok untersuchten, sind wir wohl auf etwas Großes gestoßen. Wissenschaftsoffizier Barglos spricht von einer einzigartigen bakteriellen Lebensform. Diese verbindet sich mit anderen Invidien zu großen Teppichen, die robust und trotzdem leicht sind und obendrein als Solarzellen fungieren. Letztere absorbieren Sonnenenergie bei überraschend niedrigen Effizienzverlust. Wahrscheinlich ist dies ein evolutionärer Effekt, derjenige bevorzugte, den im rauen Klima mehr Wärme erzeugen können. Unsere Forscher zu Hause könnten diese Informationen bestimmt etwas Nützliches anfangen. So, herausfinden, ob man mit Energieproduktion steigern kann. Versuchen, einen militärischen Verwendungszweck dafür zu finden. Nein, wir sind ja mehr sozial eingestellt. Deswegen herausfinden, ob man mit Energieproduktion steigern kann. Research complete. Construction complete. So, Technologie erforscht, Biolabor 1. Jetzt könnten wir die Kulturerbestätten bauen. Die sind, produzieren 4 Einigkeit. Das ist mächtig. Wachstumsdauer minus 10%. Auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir nehmen das. Aber es kostet auch natürlich 200. Unterhalt auch 2. Ja, machen wir. So. Gab es hier ein Protokoll? Das können wir noch machen. Das müssen wir auch noch machen. Vielleicht gibt es da gleich erst ein Ereignis noch. So, haben wir hier noch irgendwo... Da ist noch eine. Für den gutsten Barglosch. Ich glaube, da fliegt er auch hin. Obwohl, Scholl war doch die uralte Sybrix-Basis. Fähigkeit 5. Okay. Hier. Olfaktorisches Studium. Ich glaube, das machen wir zuerst. Das ist hier, ne? Ja. Da fliegt Barglosch hin. Ach so, müssen wir da direkt hinschicken. Rechtsklick, ne? Ja. Okay. Ups. So. Unsere Energieentwicklungsforscher haben mit den Proben, die wir ihnen von Garbock geschickt haben, Fortschritte erzielt. Indem sie die Organismen als Vorlage benutzten, gelang es ihnen, einen neuen Typ von Solarzelle zu entwickeln, der Energie viel effizienter speichert und all unseren Kraftwerken einen Leistungsschub geben wird. Der Modifikator verstärkte Solarkraft mit folgenden Effekten mit hinzugefügt. Feldproduktion plus 5%. Und der steht jetzt dort. Das sind die ganzen Modifikatoren, die wir uns für alle, fürs ganze Reich gültig sind. Finde ich nicht schlecht. Ich habe bisher noch keinen gesehen, der nur temporär war. Das wird mit der Zeit recht voll hier. So ist die nächste Wahl auch. 1.1.2010. In 4,5 Jahre Zeit. Und ich glaube, der Schlurmer hat gute Chancen, wieder gewählt zu werden. Das Konstruktionsschiff ist ja auch fertig. Haben wir hier noch irgendwas? Da könnten wir nochmal Ingenieurskunst abgreifen. Oder hier die Mineralien holen. Ich glaube, ich bin eher für die Mineralien.
Oder wir könnten natürlich auch, wir haben eine Menge Einfluss, einen Außenposten gründen. Allerdings, wir sind hier noch so unbekannt. Nein, wir holen uns erstmal nur den einen Punkt hier. Schicken mal das Schiff hin. Und wieder eine negative Bilanz. Wann wird denn das Dings fertig? 43 Monate, okay. So. Die nächste verfügbare Tradition. Gehen wir in der Harmonie weiter? Ist, glaube ich, jetzt noch nicht so wichtig. Entdeckung gibt uns Forschungssatzstunden, Baukosten um 33% gesenkt. Ist heftig. Wohlstand, Bergbaustation reduziert um 33%. Die Baukosten halt. Dominierung passt erstmal nicht. Diplomatie. Vorherrschaft sowieso nicht. Ausbreitung ist auch nicht schlecht. Die Annahmen, achso, aller. Neue Kolonien beginnen mit einem zusätzlichen Bewohner. Tja. Gehen wir auf Wohlstand. Was haben wir denn da drunter? Baukosten Schiffe und Baukosten Planetar. Ja, wir gehen auf Wohlstand, Harmonie und Wohlstand. Ja. So. Dann könnten wir es uns doch schon leisten, ne? Hier das zu bauen, oder? Nein, nicht die Flotte. Nicht die Flotte bewegen. Das Konstruktionsschiff. Jawohl, jetzt gibt es nämlich nur 60. Dann müssen wir gleich mit den Schiffen weitermachen. Wir haben erst 6. 6 Korvetten. Aber hier so viele Sterne, ey. Systeme, nicht Sterne. Das ist echt heftig. Können wir fast ja noch ein Special Project complete. Eine Nase voll. Die Kiste ist tatsächlich eine Art Dokument. Wissenschaftsoffizier Barglosch hat auf historische Aufzeichnungen oder eine Art elementaren Kodex der noch unbekannten Kultur, die sie zurückgelassen hat, gehofft, wurde aber leider enttäuscht. In Wirklichkeit scheint es sich bei der Aromakiste um eine Sammlung relativ kurzer Erzählungen zu handeln. Darauf lassen zumindest die schnellen Geruchswechsel vor dem Ende jeder Sequenz schließen, die sowohl überraschen oder belustigen sollten. Die Techniken, mit der die bestimmten Gerüche gespeichert und reproduziert werden, sind einigermaßen interessant. Die erzählten Geschichten dagegen nicht. Der Besatzung der ISS Elish bleibt das ungute Gefühl zurück, dass sie unbeabsichtigt hautnah erlebt haben, wie die gasförmigen Verdauungsnebenprodukte der unbekannten Alienrasse riechen. Barglosch will trotzdem nicht darüber spekulieren, weshalb die Kiste auf dieser gefrorenen Eishöhle vom Planeten abgeladen worden ist. 100 Erfahrung und 120 Sozialforschung. Also umsonst war es nicht. Jetzt kannst du nach Goffa fliegen, Goffia 4a. Dort gibt es, was war das hier nochmal, Barglosch? Auch kaltes, hartes Potenzial, wissen wir nicht. Erforscht das. Gut. Das Research complete. Die Nanokompositpanzerung ist fertig geworden. Dann könnten wir jetzt. Nein, Metallkeramik ist das Ingenieurslabor. Obwohl. Na, Atomraketen bringen es nicht. Wegen des Ingenieurslabor. 24 Monate. So, und wenn wir jetzt die Platten haben. Gehen wir jetzt mal wieder auf unseren Schiffsdesigner, nehmen die Korvette und packen davon zwei hier rein.
gehen auf Speichern, gehen auf unser Konstruktionsschiff, packen die Panzerung hier rein, speichern und unser Forschungsschiff das gleiche. Speichern. Und dann können wir die Gelegenheit aufrüsten. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.